Martin, man kann sagen, alles okay, 13-0 gewonnen gegen SV Elversberg 2, im letzten Jahr noch gegen die erste Mannschaft gespielt, aber 13-0 hört sich gut an, war allerdings, muss man sagen, eine sehr junge Elversberger Mannschaft, waren auch ein paar Jugendspieler heute dabei. Wie bist du denn zufrieden mit dem Ergebnis heute? Ja, mit den 3 Punkten können wir zufrieden sein. Klar, von der Spielanlage her sind wir nicht zu 100% zufrieden, weil ich glaube schon, dass wir da ein bisschen was vermissen lassen haben. Trotzdem haben wir 3 Punkte und das war das Ziel. Die Erwartungshaltung, das wissen wir, ist von alles sehr hoch, auch von uns selbst. Man merkt es auch ein Stück weit von der Tribüne. Wenn man da in der Halbzeit geht mit 2-0, ist nicht jeder zufrieden, aber trotzdem hat es 2-0 gestanden. Und das war die Herangehensweise heute in dem Spiel. Uns war es klar, dass es vielleicht nicht alles 100% funktioniert, aber die Körpersprache stimmt. Und ich glaube, das war über 90 Minuten gegeben. Ja, und jetzt haben wir 3 Punkte, 3-0 gewonnen, wieder zu 0 gespielt. Und das ist der Ansatz, die Basis, in dem wir in die nächste Spiele gehen. Es ist ein wenig zäh losgegangen am Anfang, wurde dann besser, allerdings mit dem 1 und 2-0, herrliches Tor von Theobald gewesen, war auch die Körpersprache, glaube ich, ein wenig besser gewesen. Am Ende habt ihr noch ein paar Chancen liegen lassen, das Ergebnis hätte höher ausfallen können, okay, aber bei 3-0, da wollen wir nicht die Kerne rauspicken, die negativen. Wie siehst du jetzt die Entwicklung vom FK Pirmasens? Wir werden wahrscheinlich, wir werden an erster Stelle stehen in der Vorrunde. Die Rückrunde beginnt jetzt schon gegen Hertha Wiesbach. Bist du guten Mutes? Ja, ich denke, von der Punkteausbeute sind wir total im Soll. Klar ist es so, wir müssen auch die nächsten 10 Spiele müssen wir alles raushauen, dass wir weiter den Punkteschnitt fortführen. Wenn wir das hinbekommen, sind wir total froh. Natürlich werden auch Spiele dabei sein, die nicht optimal sind, aber es geht darum, 3 Punkte zu holen und das haben wir heute wieder geschafft. Letzte Frage noch, man muss auch heute konstatieren, wir haben ja angefangen ohne den Kapitän Becker. Du hast Bohl erstmal rausgelassen, Dimitrijević ist verletzt, da waren also 3 Leistungsträger der Mannschaft nicht dabei. Trotzdem habe ich ein paar gute Ansätze auch gesehen bei Theobald Eichhorn, hat mich heute mal überzeugt. Er hat heute endlich mal gezeigt, dass er auch mal nach vorne was richtig machen will. Früher habe ich immer gedacht, er fehlt ein bisschen Selbstbewusstsein. Das war heute viel besser. Ja, ich denke, Eichi spielt aktuell auch ein Stück weit zu wenig. Das Problem bei ihm ist halt auch, er hat halt sehr, sehr hoher Konkurrenzkampf. Und wenn er dann in die Bresche springt wie heute und so spielt, dann sind wir zufrieden. Klar ist auch, Eichi, ich sehe ihn ja immer unter der Trainingswoche, macht das sehr, sehr gut. Aber trotzdem ist es so, dass die Konkurrenz halt auch da ist und gute Qualität da ist. Aber wenn er da so spielt wie heute in viele Phasen, dann glaube ich schon, dass er da in der nächsten Zeit auch wiederum Spielanteile bekommt. Fakt ist, wir brauchen jeden Mann. Und heute hat man auch gesehen, obwohl die 3 Jungs dann zuerst mal ausfallen, dass man das recht gut kompensieren könne. Wir haben auch heute gesehen, dass aus der 2. Reihe ein paar Spieler dabei sind, die das sehr gut schaffen können. Auch Jonas Vogt zum Beispiel von der U23 hat da gute Ansätze gezeigt. Dann wünsche ich alles Gute für die Rückrunde für Wiesbach. Danke dir, Martin. Jo. Stadt, wo ich herkomme, ist unser Stolz der FKP.